Als YouTuber bekomme ich jeden Tag zahlreiche Nachrichten auf Instagram. Ich lese alles und ich versuche auch alles zu beantworten. Danke an jeden Einzelnen, der mir immer fleißig schreibt. Vor allem danke für die ganzen lieben Worte. Kuss an euch alle. Aber worüber ich mich weniger freue, ist, man kriegt als YouTuber per Instagram-Privatnachricht auch die ein oder andere Hate-Nachricht, die ein oder andere Spam-Nachricht oder das ein oder andere komm in die Gruppe, ich will dir mein Schneeballsystem verkaufen. Wenn man jemandem auf Instagram schreiben will, dann muss die Person den Chat ja erstmal annehmen. Inshallah. Das heißt, ich habe sehr viele unangenommene Anfragen, die halt in so eine Spam-Richtung gehen. Aber manchmal kommt es vor, dass jemand mir eine liebe Nachricht schreibt, ich nehme die Nachricht an und dann im Laufe der Wochen, Monate oder Jahre entwickelt sich die Person zu einem Hater oder zu einem Spammer oder Scammer. Dann sind die ja schon in meine DMs geslidet und sehen immer, wenn ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, wie andere Creator das machen, aber ich löse dieses Problem folgendermaßen. Es gibt auf Instagram die Möglichkeit, seine Nachrichten zu sortieren, im Hauptordner und im Allgemeines-Ordner. Und was ich immer mache ist, alle meine Nachrichten sind im Hauptordner, aber wenn mir jemand auf den Sack geht mit Hate, mit Scam, mit Spam, dann packe ich diesen Chat in den allgemeines Ordner und den habe ich jetzt jahrelang nicht geöffnet. Bis jetzt. Liebe Freunde, wir gucken jetzt in diesem Video gemeinsam in meinen allgemeines Ordner rein und schauen, was hat dazu geführt, dass der ein oder andere Chat bei mir leider auf dieser schwarzen Liste gelandet ist. Legen wir los. Herzlich willkommen zum Matti Adventskalender, Türchen 22. Ich mache mir eben einen Holy, und zwar Lemon Lizard. Schmeckt einfach wie Zitronensorbet, Leute. Ihr wisst Bescheid, bei Holy gilt nach wie vor die Weihnachtsaktion mit meinen Codes Matti5, 5 Euro Erstkundenrabatt und Matti10 für 10% Rabatt auf alles, wenn ihr schon mal bestellt habt. Danke Holy fürs Sponsern des Ganzen hier. Und Freunde, lasst uns anstoßen in 3, 2, 1. Hier hat mich jemand angeschrieben mit, darf ich dich mal was fragen? Und normalerweise antworte ich darauf mit, hast du ja gerade. Also, warte, fragst du, ob du was fragen darfst, wenn du schon dir das Recht... Okay. Ich meinte, hau raus. Okay, ich bin jetzt nebst Mama sein noch selbstständige Unternehmerin im Bereich Beauty, Sport und Gesundheit und suche immer wieder, Achtung, jetzt kommt das Keyword, junge Power-Leute. Wo sich nebenbei von zu Hause etwas aufbauen möchten. Es ist immer dieses... Ey Mann, ey, hast du einen kurzen Moment Zeit? Ja, was gibt's? Hättest du Lust, dir was von zu Hause aus aufzubauen? Man weiß jetzt schon, worauf es hinausläuft. Es ist einfach eine Einladung zu Multilevel-Marketing. Also das legale Wort für Schneeballsystem, aka Pyramidensystem. Du kannst dir ganz easy was dazu verdienen. Du hast ja viel Reichweite. Je mehr Leute du nämlich dazu kriegst, dich für das und das Programm anzumelden oder das und das Produkt zu kaufen, je mehr Leute du dazu kriegst, dass sie auch Verkäufer werden, desto mehr Provision bekommst du. Wow, und man verdient immer nur Geld, wenn man neue Leute dazu holt. Aber irgendwann ist die ganze Menschheit drin. Und dann, was ist mit denen ganz unten in der Pyramide? Genau, das ganze Kartenhaus bricht zusammen und die ganz oben haben abgecashed. Absolut dumme Grütze. Wenn ihr so eine Nachricht bekommt, Freunde, einfach gar nicht annehmen den Chat. So, was habe ich geantwortet? Ich habe geschrieben, das kommt ganz darauf an, wie. Das ist jetzt vielleicht missverständlich formuliert. Ich meinte damit, kommt darauf an, wie du dir das vorstellst mit dem Geld verdienen. Wie meinst du das, kommt darauf an, wie? Also, wie du dir das anhören kannst? Hä? Sollte man das jetzt bei mir reininterpretieren? Wir haben heute Abend um 21 Uhr bei Zoom eine Online-Präsentation. Bla, 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 bla. Das ist ganz wichtig. Ich selbst war 1,5 Jahre sehr skeptisch und dachte, so ein Kack, und jetzt bereue ich es keine Sekunde. Es ist immer noch diese Rechtfertigung. Ich weiß ganz genau, du hast jetzt Sorgen. Keine Sorge, das ist kein Scam. Es ist kein Scam. Wenn Leute sagen, es ist kein Scam oder mach dir keine Sorgen, ich dachte, es wäre ein Scam, aber es ist keiner, dann ist es ein Scam, Freunde. Oh, das wird cringe. Oh, das wird ganz unangenehm. Das sind die unangenehmsten Gespräche überhaupt, die man so führt auf Instagram. Hier schreibt nämlich ein Mädel, ungefähr mein Alter, du kannst schön singen. Danke. Gerne. Echt ein Traum, da kann man sich verlieben. Okay, okay, Matti, wie reagierst du? Wie reagierst du? Du bist mit Roxy zusammen. Da macht gerade ein Mädel eine Andeutung, die kann man so und so verstehen. Okay, weißt du was? Wir machen den ganz diplomatischen Weg. Ich sage ihr auf ganz freundliche Art und Weise, danke für das Kompliment, aber ich bin vergeben und habe deswegen kein Interesse daran, dass du weiter flirtest. Oha, vielleicht war das der ausschlaggebende Grund, wie ich meine Freundin von mir überzeugen konnte. Dankeschön auf jeden Fall. Komm, Freund, ganz ehrlich, das war schon verdammt diplomatisch gelöst, oder? Seid ehrlich. Antwort? Sie hat echt Glück, dich zu haben. Respekt. Okay. Da meinte ich nur so, ich wäre auch gern an ihrer Stelle. Mann, ich hab's doch klar und deutlich gesagt. Dann meinte ich, aber hast du denn nicht selbst einen Freund, der dich glücklich macht? Weil ich auf ihr Profil gegangen bin und gesehen habe, sie ist vergeben. Nicht wirklich. Er ist am Rummeckern. Da meinte ich,
Warum das? So, und jetzt ist die Frage, blende ich das ein, weil sollte das der Freund von ihr sehen? Ah, die sind eh nicht mehr zusammen, safe. Wenn es so schon anfängt, sind die safe nicht mehr zusammen. Ich blende es ein. Er ist komisch. Ich frag dich mal was und sei ehrlich. Ist nur ein Beispiel. Stell dir mal vor, wir wären zusammen. Wir fahren zu einer Familienfeier. Mit dem Auto so ungefähr 5-6 Minuten. Zu Fuß würde es länger dauern. Wir sind da, quatschen, haben Spaß. Nach einer gewissen Zeit wird es etwas frisch. Ich würde dich fragen, könnten wir kurz nach Hause fahren, ein Oberteil holen? Was antwortest du? Ja, Digga, was ist das für ein dummes Szenario? Gott, ey. Nimm dein Zeug direkt vorbereitet mit. Deswegen checke ich immer die Wettervorhersage wie so ein Allmann. Was würdest du tun bzw. sagen? Naja, egal. So, weil ich ihr nicht innerhalb von einer Stunde geantwortet habe. Deswegen war sie dann so, ah, egal. Du brauchst nicht antworten. Oh Gott, ey. Was eine Kinderkacke. Naja, ich habe dann geantwortet. Dann gebe ich dir entweder die Schlüssel oder fahre und hol die Jacke. Wieso? So, pragmatische Lösung, oder? Naja, mein Freund hat gesagt, dass ich nicht ganz dicht sei. Da meinte ich, sind doch hin und zurück nur 10 Minuten. Und sie so, ja, richtig. Und dann habe ich sie in den allgemeinen Ordner verschoben. In dem Moment ging das Gespräch nicht weiter. Und ich wusste ganz genau, okay, das kann nicht gut ausgehen. So wie das hier angefangen ist, sie hat Glück, dich zu haben. Ich wäre gerne an ihrer Stelle. Da kann nichts Gutes bei rumkommen. Ich habe nur nach einer Gelegenheit gesucht, den Ablenzer zu machen. Bruder muss los. Und das war die perfekte Gelegenheit für mich. So, kommen wir zum nächsten User. Hier hat mich jemand die ganze Zeit versucht anzurufen. Über Wochen hinweg und immer weiter und immer weiter. Dann habe ich geschrieben, mach mal entspannt. Jetzt hat die Person leider ihre ganzen Nachrichten zurückgezogen oder das Profil gelöscht. Irgendwie so, auf jeden Fall sehe ich nicht mehr die Nachrichten der Person. Aber man kann aus meinen Nachrichten entnehmen, was hier gerade passiert ist. Hier hat mich anscheinend jemand gefragt zu einem Thema. Matti, wie soll ich mit dem Zaubern anfangen? Dann habe ich ihm ein Video geschickt von mir. Guck mal, ich habe ein Video dazu gemacht. Und anscheinend hat mich die Person jetzt wieder gefragt, Matti, wie soll ich mit dem Zaubern anfangen? Deswegen habe ich geschrieben, habe ich dir doch schon geschickt, mein Video zu dem Thema. Dann hat er irgendwas anderes random gefragt. Gibt es irgendwann wieder eine Somnium Edition beispielsweise? Dann habe ich gesagt, gibt jetzt gerade eine. Und dann wahrscheinlich sowas wie, würdest du mir denn dein Somnium Deck empfehlen? Worauf ich geantwortet habe, klar würde ich es dir empfehlen, ist ja auch mein Deck. Dann habe ich die Person immer weiter und immer weiter versucht anzurufen. Ihr seht, das Ganze ist über Wochen hinweg so gewesen. Und dann kam die Nachricht, kannst du mir irgendein Deck schicken, weil ich darf mir kein neues kaufen. Und in dem Moment habe ich die Person in diesen allgemeinen Ordner verschoben. Er fragt mich die ganze Zeit nach Aktionen in unserem Shop. Ich helfe ihm die ganze Zeit, antworte ihm mit passenden Links. Und dann sagt er, ja gut, aber weißt du was, eigentlich darf ich mir das gar nicht kaufen. Kannst du mir nicht einfach was schenken? Weil eigentlich, Matti, bist du ja kein Unternehmen, sondern eine Charity, oder? Nee, sorry, es tut mir leid. Ich mache gerne Verlosungen und in meinen Twitch-Streams kommt das auch immer wieder vor. Neulich erst ist das gewesen. Da habe ich einfach random, glaube 10 Decks oder so einfach verschenkt an euch. Das mache ich immer wieder mal gerne, aber nicht im Sinne von, ey, Matti, kannst du mir was schenken? Ja, hier, bitteschön. Also ich bin keine Charity-Freunde. So, bei diesem Chat ist Folgendes passiert. Ich habe eine Story gepostet, wie ich mich am heißesten Tag des Jahres 2020 abgekühlt habe. Und zwar hatte ich zu dem Zeitpunkt noch in Düsseldorf gewohnt und an Düsseldorf entlang fließt ja der Rhein. Und der Rhein hat an einigen Stellen in Düsseldorf so Einbuchtungen. Müsst ihr euch das so vorstellen, der Fluss fließt, fließt, fließt und da ist dann so eine Einbuchtung, wo dann wirklich so 20, 30 Meter komplett flach sind. Wirklich so 30 Zentimeter flach. Es ist flach, 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 flach. Und hier irgendwo fängt erst wirklich der Fluss an. Und da kann man nun mal wunderbar entspannt rein und sich kurz ganz flach hinlegen und sich abkühlen. So, und ich habe eine Story davon gemacht, wie ich da auf diesen Steinen im Flachen lag. Das sieht man eindeutig. Man sieht literally die Steine, auf denen ich liege. Meine Füße sind hoch. Ich schwimme nicht, aber ich treibe ja nicht davon. Das heißt, ihr seht, ich bin nicht im tiefen Wasser, sondern ich liege in so einer flachen Bucht. Dazu schrieb ein User Folgendes. Hallo erstmal, ich denke, dass du weißt, wie gefährlich es ist, in Flüssen wie dem Rhein zu schwimmen. Das weiß ich, deswegen bin ich auch nicht drin geschwommen. Es braucht durch nur eine Strömung oder ein Strudel unter die Wasseroberfläche dich zu erwischen und dann müssen selbst gute Schwimmer von der Wasserwacht gerettet werden. Weiß ich, aber ich bin ja nicht schwimmen gewesen. Dir als YouTuber und Influencer mit so vielen Abonnenten, die dich als Vorbild nehmen, sollte die Verantwortung eigentlich bewusst sein. Ist sie, ich war ja nicht schwimmen im Rhein. Und ich glaube nicht, dass du möchtest, dass deine Abonnenten ertrinken. Weil du ja auch im Rhein oder einem anderen größeren Fluss geschwommen bist. Ich bin nicht in dem Fluss geschwommen. Ich lag auf Steinen, bei denen Wasser aus diesem Fluss mir entgegengeflossen kam. Aber ja, ihr seht, wenn der Matti sich auf Steine drauflegt und die Füße hochlegt, bei einem 42 Grad Schattentemperatur Wetter, dann ertrinkt ihr einfach alle. Alle meine Abonnenten, oder es reicht ja nur, wenn es einer ist, irgendein Abonnent da draußen sieht das und denkt sich, nice, ich schwimme in einem reißenden Fluss. Das habe ich halt geantwortet, du Diggi, ich bin nicht in dem Fluss geschwommen, ich lag einfach in der Bucht, also auf Steinchen, und du kannst nicht allen YouTubern verbieten, sich im Sommer abzukühlen, weil es könnte ja jemand sehen, oh, mein Lieblings-YouTuber ist im Wasser, ja, dann springe ich jetzt in den reißenden Fluss. So meinte ich das ja nicht, ich meinte nur, dass man das nicht an gefährlichen Orten machen sollte und dass das
Wasser nur 30 cm tief war, hat man auf dem Bild nicht gesehen. Dachte, du wärst weiter draußen gewesen. Nö, das sieht man eindeutig. Also ich weiß nicht. Ach, Bruder. Auf jeden Fall hatte ich ihm, glaube ich, nachdem ich ihn geantwortet hatte, ihn schon in den Ordner gepackt, weil ich gar keinen Bock auf ihn eine Antwort von ihm hatte. Aber jetzt so nach 2 Jahren sehe ich das und denke mir, ja, so schlimm ist es eigentlich nicht gewesen. Den verschiebe ich wieder zurück in den Hauptordner. Hier fragt mich jemand, welches Kartendeck übertrifft die anderen komplett? Und dann fragt er mich am selben Tag nochmal, welches Kartendeck übertrifft die anderen komplett? Sag es mir bitte. Entspann dich, Digga. Ich habe geantwortet, Somnium Cards natürlich. Meine eigene Marke, ist doch völlig logisch. Gibt's noch andere Karten? Hey Steve Jobs, was ist eigentlich dein Lieblingshandy? Ja, das iPhone natürlich. Ja, aber gibt's nicht auch noch andere Handys? Ja, aber ich stehe mit Herz und Seele hinter meiner Marke. Warum sollte ich jetzt dich auf andere Marken hinweisen, wenn ich doch zu 100% von meiner Marke überzeugt bin? Sonst würde ich die Sache doch nicht verkaufen. Aber gibt's auch andere Handys? So, dann habe ich nicht drauf geantwortet. Einen Tag später gibt es noch andere Karten, die alle anderen übertreffen. PS, ich habe schon ein Somnium-Deck. Und bei der Nachricht habe ich ihn in den allgemeines Ordner verschoben. Wisst ihr warum? Er hat schon Somnium-Deck. Er hat schon die beste Marke, die es da draußen gibt. Und weiß ganz genau, wie sich High-Quality anfühlt. Und er fragt den Creator der Somnium-Cards, ey, aber gibt's nicht eigentlich noch was viel Besseres? Das fand ich frech. Da habe ich ihn in den anderen Ordner verschoben. Und jetzt sehe ich, er hat mir einen Monat später einfach random geschrieben, ich habe einfach den Topshot in 10 Minuten gelernt. Glückwunsch, Diggi. Nächster Kandidat. Hallo, ich wollte fragen, ob man die Karten kostenlos bekommt oder etwas bezahlen muss. Geh in unseren Shop und guck nach, ob da steht Geschenk. Ich hoffe, du antwortest mir, hat er einen Tag später geschrieben. Noch einen Tag später. Bitte. Hallo, ich wollte fragen, ob man die Karten kostenlos bekommt oder ob man was bezahlen muss. Ich hoffe, du antwortest mir. Und dann nochmal 2 Wochen später. Bitte. Wisst ihr, warum ich den in mein allgemeines Ordner verschoben habe? Eigentlich, das ist, finde ich, ein bisschen zu hart. Das ist okay. Eigentlich verdient das nicht, dieses Verschieben. Aber ganz ehrlich, er hat die Energie und die Geduld, über 2 Wochen hinweg mich konsequent stetig zu fragen, anstatt einmal 10 Sekunden Recherche da reinzustecken, www.somniumcards.de einzugeben und zu gucken, sind die Sachen kostenlos oder nicht. Also, er hätte sich halt die Frage mit wenigen Sekunden Arbeit selber beantworten können, aber er nimmt sich die Zeit über Wochen hinweg, mich damit voll zu texten. Ja, dann, Bruder, das sehe ich nicht ein, das will ich nicht unterstützen. Oh mein Gott, wie anders ich aussah, warte. Na gut, ich bin jetzt an der Seite der Kamera, der Weitwinkel, der zerrt so ein bisschen, aber trotzdem, okay. Hier ist Folgendes passiert. Ich habe in meiner Story gefragt, wer von euch ist Montag bei meiner Show dabei? Bitte melden, ich muss eine Vorhersage verschicken. Die Idee dahinter war, ich habe für meine Bühnenshow eine Vorhersage per Post an einen von euch nach Hause geschickt, sodass derjenige meine Vorhersage am Tag der Show mitnehmen soll. Und am Ende des Abends, im großen Finale, kann er dann mit diesem Brief nach vorne auf die Bühne kommen und alles, was im Laufe der Show passiert ist, habe ich genauso vorhergesagt. Das war die Idee dahinter, deswegen habe ich in meiner Story gefragt nach einem Freiwilligen. Da hat jemand geschrieben, hier ich, Ehre, bester Mann, Alter, bleib so wie du bist. Ich habe geantwortet, perfekt, magst du mir deinen vollen Namen und deine Adresse schicken? Ich würde dir gerne eine Vorhersage schicken, die du bitte nicht öffnest und geschlossen mit zur Show bringst. Hättest du da Lust drauf? So, was hat er darauf jetzt geantwortet? Warum ist er jetzt in meinem allgemeines Ordner gelandet? War eigentlich nur Spaß, das tut mir jetzt leid. Das Ding ist, was ihr hier bedenken müsst, ist, dadurch, dass er geschrieben hat, hier, ich, habe ich das ja natürlich völlig ausgeblendet, wenn irgendwer anders sich noch gemeldet hat, weil ich hatte ja meinen ersten Freiwilligen, der sich als erstes gemeldet hat. Ja, dann berücksichtige ich das natürlich und er hat den Vorrang. Und dann schreibt er mir, sorry, das war ein Spaß. Ja, dann antworte ich natürlich, sehr lustiger Spaß auf jeden Fall, Kappa, und bam, verschiebe ihn in den allgemeines Ordner, sodass er mir nie wieder schreiben kann. So ein Ding ist das. Oh, das war auch eine ganz interessante Nachricht. Ich habe ein Tutorial gemacht zu einem Kartentrick, für den ihr eine Double-Face-Karte benutzen können. Denn in unserer Somnium Cards Eden Edition war eine Double-Face-Karte als Gav-Karte drin und es haben sich viele ein Tutorial gewünscht. Also habe ich den absoluten Standard-Trick erklärt, den man mit einer Double-Facer macht. Nämlich, die Karte verschwindet aus dem Deck, denn durch die Double-Facer könnt ihr die Karte natürlich super easy verschwinden lassen im Deck, indem ihr sie halt einfach umdreht. So, das ist das Grundprinzip der Double-Face-Karte. Das findet ihr in jedem Buch. In jedem. Hey Matti, ich mag dich sehr. Nur kann es sein, dass du den Trick, den du heute erklärt hast, bei mir abgeschaut hast? Just for clarification, das hat mir ein kleiner Junge geschrieben, der war vielleicht 12, 13 Jahre alt. Das habe ich dann auch anhand seiner Stimme gehört in der Sprachnachricht, die er mir geschickt hat. Da hat er nochmal genauer erklärt, dass er genau diesen Trick meint. Ich kenne den Jungen nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Erstens. Zweitens, ich gebe in meinen Videos eigentlich so ziemlich immer die Quelle an, wo habe ich diesen Trick gelernt, wenn ich ihn mir nicht selber ausgedacht habe. Da gebe ich euch immer an, aus welchem Buch habe ich diesen Trick. Und das ist nun mal das absolute Standardprinzip der Double-Face-Karte. Ich glaube, da habe ich nicht mal eine Quelle zu angegeben, weil das halt wirklich
überall ist. Und in der Sprachnachricht hat er mir erklärt, ich habe ein Flickr-Tutorial gemacht und 2 Wochen später hast du auch eins gemacht. Ist ja nicht so, als würde ich seit Jahren nach einem Flickr-Tutorial gefragt werden, wirklich jahrelang. Und dann habe ich diesen Trick erklärt. Und dann hast du auch diesen Trick erklärt. Wahrscheinlich klaue ich Content von 12-jährigen Jungs auf YouTube. Wahrscheinlich ist es nicht andersrum. Genau. So, hier hatte ich mal eine Story gemacht, wo ich einen vegetarischen Dönerladen in Düsseldorf, glaube ich, geteilt hatte in meiner Story. Ich kenne auch einen vegetarischen Dönerladen in Bilk, Maigemüsedöner. Die sind echt gut. Die Nachricht habe ich geliked, weil ich mir so dachte, okay, danke für die Empfehlung. Ich weiß nicht, was ich dazu schreiben soll, aber ich will nicht einfach nur das oft gesehen lassen. Ich will dir zeigen, ich habe die Nachricht gelesen und fand sie gut. Und dafür ist ja diese Nachrichten-Liken-Funktion da. Ei, ist das ein Angebot? Sprachnachricht. Bruder muss los, ganz schnell. Raus da. Schnell in den allgemeines Ordner verschieben. Mann, Leute, wenn ihr mir einen Laden empfehlt und ich sage danke für die Empfehlung, dann ist das kein, ey, ich möchte mit dir jetzt einen Gemüsedöner essen gehen, Freunde. Oh, das war auch richtig stark. Bro, deine Videos sind gut, keine Frage. Aber bei dir ist mir das definitiv aufgefallen, dass du um Likes und Abos battlest, beziehungsweise immer fast in jedem Video erinnerst. Freunde, habt ihr dieses Video eigentlich schon geliked? Das ist für euch nur ein Klick und für mich ist das mega der Support. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, wie diese hier, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert doch gerne die Glocke auf diesem Kanal und auf meinem Hauptkanal. Das macht dich unsympathischer. Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Ich gönne dir den Erfolg. Leute, jetzt ganz ehrlich, ich sag's auch in meinen Streams immer wieder. Könnt ihr Satzzeichen benutzen? Also es ist keine Pflicht. Klar, das Internet ist jetzt nicht irgendwie eine Deutschklausur, wo ihr grammatikalisch perfekt euch ausdrücken müsst. Aber Bruder, wie soll man denn so eine lange Nachricht verstehen ohne Satzzeichen? Ich muss mir die selber dazu denken, die Punkte. Nimm mir doch ein bisschen die Arbeit. Das ist... Einmal eine Taste drücken und dann versteht man dein Deutsch viel besser. Das macht dich unsympathischer. Ich gönne dir den Erfolg, aber bitte hör auf damit. Derjenige, der dich anschauen will und unterstützen will, macht das von sich aus. Liebe Grüße, soll keine Beleidigung sein, einfach nur Kritik. Ich hoffe, du nimmst das gut auf. So, die Sache ist folgende. Er sagt jetzt, wer dich anschauen und unterstützen will, der macht das von sich aus. Ja, das stimmt, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber viele Menschen vergessen das. Immer wenn ich diese Erinnerung mache, kriege ich Kommentare mit. Danke für die Erinnerung, ich hätte es sonst vergessen. Es funktioniert. Und das sage ich euch nicht nur aus meiner 14-jährigen YouTube-Erfahrung, weil ich mein halbes Leben schon YouTuber bin. Und mit mein halbes Leben meine ich nicht, ich bin 12 und seit 6 Jahren YouTuber. Nee, ich bin seit 14 Jahren YouTuber. Ich bin länger YouTuber, als der User wahrscheinlich auf der Welt ist. Zumindest so, wie ich das jetzt hier anhand der deutschen Sprache rauslese. Aber nicht nur meine Erfahrung, so arrogant es jetzt auch klingt, YouTube selbst sagt, bitte, liebe Creator, vergesst die Call to Actions in euren Videos nicht. Vergesst nicht, die Leute auf den Daumen nach oben und auf das Abo hinzuweisen. Es vergessen viele Leute und es steigert die Interaktion mit einem Video um bis zu 20%, wenn ihr ein Video einfach sagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das dauert 1 Sekunde im Video, aber lässt euer Video bis zu 20% besser performen. Und wenn du mit einem Video 1000 Euro verdienst oder 1200 Euro, das macht schon einen Unterschied, weil diese Interaktion für mehr Zuschauer sorgt. Mehr Zuschauer für mehr Werbung sorgen und mehr Werbung sorgt für mehr Umsatz. So, das heißt, es ist im Interesse von YouTube und in unserem Interesse als Creator, dass ihr, wenn ihr ein Video gut findet, es auch liked. So, und deswegen habe ich geantwortet, oder du lässt den Profi-YouTuber mal machen, weil er weiß, dass ein Call to Action die Interaktion bis zu 20% erhöhen kann. Kein Mensch nimmt einem das übel außer dir. Weil es einen Unterschied gibt zwischen bitte, bitte, bitte liken mein Video und übrigens, ich glaube, ihr habt es vergessen, kann das sein? Lasst gerne ein Like da, weil das ist für euch nur ein Klick und für mich ist das voll die große Unterstützung, weil es halt stimmt. Das nimmt einem keiner übel. Außerdem, wenn du einen Profi-YouTuber sehen willst, dann schau dir JP Performance an. Ja. Der einzige Profi-YouTuber in ganz YouTube-Deutschland ist JP Performance. Keine Werbung, keine Erinnerung an Likes. Einer der erfolgreichsten YouTuber wegen seiner Art. Keine Werbung? Du bist ja schon ein süßer Fratz mit deinem Schnuller da im Mund. Du siehst putzig aus. Schönen Tag, meine Damen und Herren. Ja, wie hört, bin ich stimmtechnisch echt. Ja, stimmt was nicht. Und außerdem merke ich auch, dass du es beleidigend aufgenommen hast und die Kritik dir nicht am Herzen lag. Was ist das denn jetzt für ein Statement? Nee, ich habe das nicht als Beleidigung aufgenommen. Ich habe es halt aufgenommen als, ey Matti, ich weiß es besser. Dass du die Leute an Like erinnerst, macht dich unsympathisch und du hättest mehr Erfolg, wenn du es nicht machen würdest. Und ich sag, ja, aber ich mache das doch professionell schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist professionell, meine ich definitionsgemäß. Ich meine jetzt nicht, ich bin voll der Pro. Ich meine, ich mache das professionell. Das ist mein Job. Seit Jahren.
Deswegen, ich weiß doch, was ich tue. Lass mich mal machen. Sieht man da in meiner Nachricht irgendwas von, dass ich jetzt beleidigt bin? Ich habe doch nur ihn daran erinnert, dass ich das aus einem Grund mache. Und ich habe ihm auch den Grund genannt. Da meinte ich, ja, JP ist nämlich der Einzige, der von YouTube lebt. Hat noch nie ein YouTuber, der super erfolgreich ist, gesagt, don't forget to smash that like button. Hast recht. We would really appreciate it if you could smash that motherfucking like button. Einfach der erfolgreichste YouTuber der Welt, Mr. Beast, in jedem Video. Buy my merch, smash that like button, don't forget to subscribe. Einfach jeder YouTuber mit über 10 Millionen Abonnenten in jedem Video. Warum wohl? Es ist nicht so, dass man 10 Millionen Abonnenten hat und sich dann sagt, ah, nice, weil ich über 10 Millionen Abos habe, erinnere ich die Leute jetzt daran zu interagieren mit meinem Video. Nein, die haben die 10 Millionen Abonnenten, weil sie die Leute daran erinnern, mit ihrem Video zu interagieren. So rum und nicht andersrum. Das habe ich ihm halt geschrieben. Bro, Monte auch nicht. Und er ist der erfolgreichste Streamer. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Du kannst so doch nicht diskutieren. Du kannst doch nicht, wenn ich sage, Bruder, ich bin seit 14 Jahren YouTuber, ich mache das professionell, ich weiß, was ich tue. Und dein eines Beispiel, selbst wenn es so wäre, dass JP Performance noch nie um einen Daumen nach oben gebeten hat, du kannst doch nicht, wenn ich dann sage, ja, aber die erfolgreichen, großen Leute, die tun das fast alle, weil es funktioniert, du kannst dann doch nicht antworten mit einem Streamer. Hast du schon mal einen Streamer gesehen, der gesagt hat, gib diesem Stream einen Like? Nee, ich auch nicht. Weißt du warum? Weil man den Stream nicht liken kann. Ja, dann habe ich ihn in allgemeines Ohr noch verschoben. Ich habe ein Video gemacht, wo ich einen Zauberkasten ausgepackt habe und da waren Linking Rings drin, ne? Also die zwei Ringe ineinander verlinken. Logisch. Hier schickt mir User einen Screenshot. Ich habe etwas gefunden. Am 8. Dezember war das. Warte, von wann ist der Screenshot? Ich gucke kurz nach. Den Screenshot habe ich gemacht am 20. Dezember am Abend. Also er hat mir vor 2 Wochen geschrieben, ich habe etwas gefunden und da habe ich logischerweise nicht drauf geantwortet, weil ja, juckt mich doch nicht. Natürlich ist dann Schlitz in dem Ring und so durchdringen die sich. Das ist in einem Zauberkasten für 30 Euro drin. Jedes Kind weiß, wie der Trick funktioniert. Und vor allem, warum sagst du dem Zauberer, ey, der Trick geht so und so? Ich als der Zauberer, der den Trick gemacht hat, weiß doch, wie der geht. Du musst doch mir, das ist andauernd, mir schreiben dauernd Leute in den Kommentare, hey Matti, du hast 2 Karten umgedreht. Ja, das weiß ich. Das brauchst du mir nicht sagen. Was soll ich mit der Information? Ja, was soll ich mit diesem Screenshot jetzt anfangen? So, was soll ich sagen? Glückwunsch, Sherlock. Du bist der Heftigste. Hier hast du mein ganzes Geld. Hier hast du meine Verlobte. Hier hast du unsere Kinder. Hier hast du unser Haus. Oder was will er jetzt hören? Naja, ich habe halt nichts geantwortet. 2 Wochen später. Der eine Ring geht durch den anderen. Ja. Ich weiß. Ja, dann habe ich ihn auch in diesen Ordner verschoben, weil sowas nervt mich. Ja, das war der letzte für heute. War gut, ja, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Für mich ist das Riesensupport. Und da geht es zu meinem letzten Adventskalender-Türchen. Ich habe nämlich bei Mimis Quizshow mitgemacht und mich gebettelt mit Mimis Festplatte. So ein Ding ist das. Ihr versteht nicht, was das bedeuten soll? Klickt einfach auf das Video und schaut es euch selber an. Ja, klickst du jetzt oder...